So, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Planet Side 2. Ach Quatsch, wir machen ja gar kein Planet Side mehr. Das ist ja abgesetzt worden, dann Mike und Daniel. Ja, nee, wir kommen jetzt zu Let's Play FIFA 13 und zwar kommt da jetzt am Donnerstag FIFA 14 raus, am 26.09. Und wir haben uns gedacht, wir machen nochmal abschließend einfach mal ein paar FIFA-Spiele. Und wir fangen jetzt heute am Montag an mit Bayern München gegen Dortmund. Bayern München, das bin ich. Dortmund ist der Nils. Dienstag kommt dann Bayern München gegen Bremen, das Duell also ich gegen Sebastian. Und dann kommt das Duell am Mittwoch Sebastian gegen Nils. Und wir brauchen nochmal am Dienstag und am Mittwoch zusätzlich noch DFB-Pokal, nämlich Köln gegen Mainz und Bayern gegen Hannover oder Hannover gegen Bayern. Ich weiß nicht, wie es genau ist. Das machen wir dann auch noch. Freut euch da drauf auf jeden Fall. Das sind also noch 5 Partien mit dieser jetzt hier. Und dann ist FIFA 14. Und dann sind wir auch alle wieder bei FIFA 14 dabei und wir können endlich FIFA 13 an den Nagel hängen. Eigentlich wollte ich ja nicht mehr mitmachen, aber Nils hat mich dazu überredet und die anderen. Und nach meinem phänomenalen Sieg gegen ihn, als ich Schalke gespielt habe am Samstag, habe ich auch wieder tierisch Bock. Also, gehen wir rein in die Partie. Ich kommentiere das. Jetzt haben wir genug gelabert. Dortmund mit dem Anstoß. Jo. Ja, ich versuche es nochmal ein bisschen so zu kommentieren. Ich kann auf jeden Fall sagen, die erste Partie, die wir damals mit FIFA 13 gespielt haben, das war Bayern gegen Dortmund und hat mittlerweile über 10.000 Views. Vielen, vielen Dank dafür. Das war das erste Spiel FIFA, was ich überhaupt je gespielt hatte, FIFA 13, meine ich. Vorher hatte ich keine einzige Partie gespielt und habe sie mal direkt gegen Nils gewonnen, der schon FIFA gespielt hatte. Das war extrem witzig. So, jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir abseits. Hummelt. Schlägt den Ball weit nach vorne. Ich habe vergessen, mein Facebook auszumachen. Deshalb hören wir gerade einen Hort. Jetzt Robben! Ein Robben! Mach das wie ein Champions League Finale! Mach es! Oh. Mit den Fans zusammen hier. Super passt. Aber da müssen die Dortmunder aufpassen. Das kennen sie doch mittlerweile eigentlich. Alaba, Lester, Blaszczykowski zu Flanke kommen. Vermutlich. Oh, das war nicht gut von Blaszczykowski. Das war aber dafür super von Alaba. Oh, was macht. Kommt der Ball super zu Ribéry? Mein Gott, die Dortmunder sind aber sowas von offen gerade. Aber es war zum Glück abseits für die Dortmunder. Dann sind sie doch nicht so offen. Ich muss das zurücknehmen. Das war ja mehr ein Schüsschen. Da länger drauf gedrückt. Hummels gegen Mandzukic. Das war ein Foul. Das habe ich genauso auch gesehen. 25 Meter, eine Sache für Ribéry. Aber der ist nicht drin. Ja, interessanterweise ist das hier gerade so. Matice ist gerade voll auf die Idee gekommen, mal mitten in der Aufnahme den Drucker zu betätigen. Also wenn ihr den gleich hier in der Aufnahme hören solltet. Auch nach einem Jahr sind wir immer noch nicht professionell geworden. Und Nils ist gerade am Sterben. Und Robin. Und oh. Und Nils stirbt immer weiter. Wir sind hier live bei Let's Dead. Let's die in der heutigen Folge. Nils, super, vielen Dank an der Teacher. Jetzt kam bei mir auch noch irgendwie so ein Geräusch, dass sich irgendwas in der USB connected hat. Es läuft hier immer weiter. Wir hatten das Facebook-Geräusch, wir hatten der Teachers Drucker. Wenn jetzt gleich noch jemand anruft, dann haben wir praktisch alle Geräusche, die hier passieren können. Und Nils stirbt weiter. Der kommt nicht mehr rein. Was für ein scheiß Game. Der ist nur noch am Husten. Hier ist alles dabei. Toni Kroos macht das Spiel erstmal langsam wieder. Neuer Spielaufbau. Oh, kommt der da dran? Der ist zu langsam. Ach, Eckball hier. Ja, so. Das macht Robben und die kann er.
Da ist Mandzukic! Weißt du noch, wie das erste Spiel bei uns ausgegangen ist, Nils? Bayern gegen Dortmund? 2:0 für mich. Da ist Dante! Oh. Jetzt müssen wir nochmal Eckball geben. Der dritte Eckball in Folge. Da ist das Tor nicht. Mandzukic fast. Meine Güte, ey. Ja, von Dortmund noch nicht viel gesehen. Vom Nils aber umso mehr gehört, ja. Mandzukic macht das einfach toll hier gerade. Ja, schön von Mandzukic. Dieser Versuch mit der Flanke. Die Bayern, die spielen schön. Und David, und David Alaba. Ja, voll lahmarschig, meine Spieler. Ich würde nicht mal einen Ball annehmen. Aber das bringt zurzeit nichts bei den Dortmundern. Komm, jetzt immer ganz in Ruhe den Ball an. Boah, Mario Götze hat doch eigentlich, Nils, das Bayern-Trikot. Warum lässt du denn hier Mario Götze spielen? Weil es doch FIFA 13 ist, ganz einfach. Ja, aber die Saison ist gerade 13-14 und da spielt er leider, würdest du sagen, bei den Bayern. Ich sag sehr gut. Ja, ich habe jetzt ja auch kein Mario Gomez aufgestellt, auch wenn ich Riesenfan von dem bin. Ja, dein Problem. Ja. Mein Gott, was ist das denn, ey? Das ist ganz komisch, ey. Da habe ich Glück gehabt. Ey, ich drücke auf Passen jetzt gerade und der passt. Ich drücke auf Passen und der passt. Danke für deinen Beitrag. Passt erst später, habe ich gesagt. Ach, schade, dass Ribéry nicht an den Ball kommt. Pass. Jetzt passt er erst. Oh, Pass. Es ist so fast eine halbe Sekunde Verzögerung. Das gibt's doch gar nicht. Gündogan. Und Lahm gewinnt ein Kopfballduell. Ich nicht. Und das könnte ein Superpass werden, wenn da nicht Roman Weidenfeller ist. Ah, immer dasselbe, schon zum fünften Mal jetzt hier. Ah, schade. War auch keine. Vor allem den schlechten Bayern haben wir von allen Spielern irgendwie, als ob die nichts drauf haben. Ja, endlich haben sie mal Dortmund. Realistisch umgesetzt, wa? Ich meine auch deine Mannschaft, ist mir auch gerade aufgefallen. Meine Mannschaft, da läuft's. Warum denn da hin? Ich wollte doch den da oben. Oh. Ja, Einwurf für die Bayern hier an der Stelle. Und Halbzeit. Oh, ja, wir sahen eine Halbzeit mit vielen Highlights abseits des Platzes, aber weniger auf dem Fußballplatz. Da gab es, glaube ich, du hast die beste Chance. Na gut, der Robben hatte auch eine gute Chance. Wir gucken uns kurz die Spielstatistik an. Wie gesagt, das Ganze ist ja hier eher so ein kleines Fun-Event, also nicht so ernst zu nehmen, wie wir sonst immer, wenn wir wirklich Spiele vorspielen. Dann ist das schon deutlich ernster jetzt gerade. Wobei ich natürlich gegen dich gewinnen möchte. Gut, die Statistik haben wir uns angeschaut. Wir haben keine Zeit mehr. Es kommt gleich Promi Big Brother. Jetzt klingelt auch noch mein Headset, weil es leer ist, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben alles hier drin, ey. War der Drücker voll gar nicht gehört. Ob diese Dinger bei FIFA 14 immer noch so gehen werden, Nils? Wenn nicht, dann hat dein Fußballstil ein Riesenproblem. Und Schweinsteiger. Der guckt einmal und sieht, dass da hinten Ribéry ist. Der kommt dran. Nicht! Was war das denn?
Dass man Sukic so weit mit nach hinten arbeitet, das ist spitzenmäßig. Unten, Ribéry. Ach, schade. Da wollte er den Ball gerade drüber legen in dem Moment. Kommt zum richtigen Zeitpunkt die Grätsche. Müller. Und Mandzukic ist ja überall. Mein Gott, ey, die geht gar nicht dahin, ey. Jetzt. Oh, was macht der Müller? Oh, yo, ey. Boateng haut die Pille einfach ganz weit nach vorne. Da ist Robben. Müller, was für ein Tor! Das beste Tor, das ich je geschossen habe! Was für ein Tor! Das ist geil! Bayern gegen Dortmund, das ist das Beste, was es geben kann! Das gucken wir uns jetzt ganz langsam nochmal an! Und da kommt der Thomas Müller! Ich bin Müller-Fan. Was ein Tor! Scheiße! Also ich bin jetzt nicht wegen dem Tor Müller-Fan, sondern generell. Schon seit dem ersten Moment, seitdem er bei den Bayern spielt. Oh Mann, jetzt geht hier gerade gar nichts. Was ist denn hier los, ey? Oh Mann, ey. Geil. Oh! Und Manuel Neuer hält die Pille. Musst du sofort schießen, wir haben so eine Raus da! Boah! Jetzt kommt keiner. Ey, der ist kaputt, der Mandzukic. Der ist im Arsch, ey. Der ist aber auch überall gewesen. Da ist er wieder, der Müller! Scheiße. Ey, wie geil. Was für ein Spiel. Vom Thomas Müller natürlich. Müssen wir gleich hier. Oh, geil. Geil angenommen jetzt. Was war das denn? Ribéry hatte den Ball doch schon. Und Ribéry, der darf auch nochmal. Und was für ein Tor! Da schlage ich mal mit der Tietsche ein, damit wir das Geräusch auch noch haben. Ja, du musst nicht direkt an dem Mikrofon klatschen. Das gucken wir uns auch noch mal an. Boah, da hat ganz schlecht durchgesetzt. Dann haut der das Ding schon wieder. Der Weidenfeller war wieder dran. Boah, und es ist schon wieder 2:0. Ey, das, ich finde die Tore sehen schon ziemlich geil aus. Das gibt's doch gar nicht. Nee, Nils, ich glaube, das war der Erik Holzhäuser, der hat letztens geschrieben, spiel mal besser, Nils. Nimm das dir mal zu Herzen. Ich habe hier das Spiel gerade drüber komisch. Das ist ohne Scheiße, ich krieg keinen Ball an den, keinen einzigen. Steht bei dir PES 2014? Ich kann kein Deckpass-Spiel oder so machen, ich muss immer erstmal in aller Ruhe. Das ist die größte Herausforderung, im ganzen Spiel gerade den Ball anzunehmen, weil die so scheiße sind irgendwie. Macht auch gerade keinen richtigen Spaß irgendwie. Das ist voll heftig, ey. Ah, wieso laufen die da so komisch? Geht doch da mal richtig hin, ey. Ich hab das Gefühl, aus mein Controller, ey. Geht doch da hin, ey, mein Gott. Schweinsteiger! Boah, die Bayern, ey, die nein, wollen. Dahin, ey. Es gibt die nächste Ecke. Spiel, und da ist Boateng, ey. Und das ist auch typisch FIFA 13, so die letzten 20 Minuten ist Nils nur noch am Reden. Wenn es nicht läuft. Siehst du, es läuft auch gar nichts. Ballverhalten vielleicht, ich weiß nicht woran es liegt. Da war gerade kurz die Lücke gewesen. Ribéry!
Elva! Hä? Was ist denn hier los? Das ist Elva gewesen. Robben mit der nächsten Ecke. Die ist super. Oh, jetzt mach doch da hin, ey. Die Opas, ey. Das ist doch unglaublich, ey. Das ist realistisch. Das sind die Dortmunder. Die Flanke ist super. Ribéry mit dem Kopf und wieder an den Pfosten. Wir haben dreimal Aluminium gehabt. Robben und Ribéry. Meine Stimme, ey. Hat ja auch Höhen kennengelernt, die sie vorher noch nicht kannte. 84. Minute. Und es steht 3:0. Packt wie Sau. Kriegen wir noch ein viertes? Mein Gott, lauf doch mal gescheit. Laufen wie wir mit den Leuten. Das ist unglaublich, ey. Rennt der überhaupt mal gucken, ob der Renntaste funktioniert, ey? Das ist ja nicht normal, ey. Das Gefühl funktioniert gar nicht. Ey. Müller! Nein! Was geht denn hier ab, ey? Und ich muss mich für meine Stimme entschuldigen, ich bin etwas krank. Doch, passt. Wir warten hier noch auf Nils. So gar nicht. So gar nicht. Mann, Schweinsteiger! Ich muss gleich mal irgendwas bei FIFA gucken, nachgucken, was da los ist. Ja, ich würde es deinstallieren, wenn ich du wäre. Pass. Pass. Ich bin dann super, der Nietz schreit die Hälfte des Zeit während diesem Spiel hier: Pass. Pass, pass. Das Spiel ist zu Ende. Bayern München gegen Dortmund 3:0. Ich hätte fast gesagt, so wie es angefangen hat. 2:0 habe ich dich damals besiegt. Wir werden ja noch einmal gegeneinander spielen. Und zwar werden wir auf jeden Fall Hannover gegen die Bayern noch spielen, Nils. Ich glaube, das machen wir. Müssen wir mal gucken. Ansonsten gucken wir uns kurz die Spielstatistik an. Ja. Dortmund hat mitgemacht, kriegt eine Teilnehmerurkunde für dieses Spiel. Ich möchte sonst auch nichts weiter sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seht, wir haben Spaß an der ganzen Sache. Wir haben immer Spaß beim Spielen. Ja, was willst du dazu sagen? Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Planet Side 2. Nee, das spielen wir ja gar nicht. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ich bin immer noch sauer, dass Mike und Daniel keinen Bock mehr haben, das aufzunehmen. Weil sie ja phänomenale, ich glaube, 22 Folgen aufgenommen haben oder so. Ich weiß es nicht. Da könnte man mal an der Stelle erwähnen, dass wir bei FIFA alleine über 130 One-on-Ones aufgenommen haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sehen uns bei der nächsten Folge oder bei einem anderen LPT. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.